Hallo und herzlich willkommen hier auf Extended Cut zu einer neuen Kritik. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute will ich mit meiner Kritik über den Film Der Fall Collini sprechen. Ein deutscher Film, der seit kurzem in den Kinos läuft und mehr oder weniger eine etwas kompliziertere Anwaltsgeschichte erzählt. Ich versuche euch das jetzt mal grob zusammenzufassen. Elias Mbarik spielt Kaspar Lein, einen Verteidiger am Anfang seiner Karriere, welcher als Pflichtverteidiger Fabrizio Collini verteidigen muss. Dieser hat den Mord an dem Großunternehmer Hans Meyer, dem Großvater von Kaspars Freundin Johanna, begangen, zu dem er eine sehr gute Beziehung hatte. Jedoch sagt Collini vor Gericht nicht aus und erschwert Kaspar die Arbeit als Pflichtverteidiger. Als dazu Kaspars ehemaliger Professor Richard Mattinger auf der Gegenseite die Klage aufrechterhält, muss Kaspar Lein tief graben, um der Geschichte auf den Grund zu gehen. Der Fall Collini läuft seit dem 18.04.2019 in den deutschen Kinos, dauert 123 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Allererst zum Cast, wir haben hier einen Elias Mbarik in der Hauptrolle, der auf der einen Seite uns beweisen will, dass er nicht nur in Comedies gut aufgehoben ist, sondern auch als seriöser Darsteller in einem seriösen Thema brillieren kann, und das kann er auf jeden Fall. Er hat eine gute Präsenz, er spielt wie gesagt diese seriöse Figur auch nicht zu karikaturhaft oder so. Es wirkt nicht drüber und nicht drunter. Es kommt auf jeden Fall sehr emotional, gerade was seine inneren Konflikte betrifft. Gerade die Konflikte mit der Schwester und Mattinger, die wissen auf jeden Fall zu wirken. Allerdings gibt es da von der Macher so ein paar Abzüge. Zu 100% hat er mich wirklich nicht überzeugt. Er ist trotzdem authentisch. Und es gibt so ein paar Boxsequenzen im Film, die ich nicht gebraucht hätte. Die hätte man auch einfach als Metapher setzen können. Und so wirkt es einfach so, als wäre das damit reingesetzt. Das habe ich persönlich nicht gebraucht. Auch mit dabei ist Alexandra Maria Lara als Johanna Meyer. Sie spielt das Ganze auch ganz gut. Spielt halt die einen Love Interest von Kaspar Lein, mehr oder weniger. Die beiden sind sich halt in frühen Jahren begegnet, da Kaspar in jungen Jahren bei ihrem Großvater und bei ihr sehr häufig zu Gast war, und die beiden hatten auch eine Beziehung bzw. eine Affäre. Dieser Konflikt, der halt in dieser neuen Welt wieder ausgepackt wird, der funktioniert wirklich gut. Leider ist sie als Charakter etwas zu naiv und zu viele Floskeln kommen dabei vor. Es ist leider nicht so, dass man vollkommen nachvollziehen kann. Dazu lässt sie sich halt auf die simpelste Argumentation, die es in bestimmten Situationen gibt, einfach nicht ein, was halt wirklich einfach ein bisschen ignorant wirkt und etwas zu scheinheilig wirkt und auch ein bisschen zu gewollt wirkt. Trotzdem spielt sie das ganz gut. Also wie das Charaktermodell aufgebaut ist, dafür kann sie ja dann leider nichts. Zum Glück nichts. Heiner Lauterbach spielt den Professor Richard Mattinger. Sein Charakter ist, obwohl er sehr mysteriös gehalten wird, sich wirklich bedeckt gehalten, was diese Figur vielleicht mit den Verlauf der Handlung betrifft, aber trotzdem ist sein Charakter leider etwas zu vorhersehbar, wie sich er als Charakter auf die Handlung auswirkt. Dazu wurde ich von ihm nicht zu 100% überzeugt. Das wird alles so aalglatt und möchte gern, dass ich damit nicht wirklich warm wurde. Die Figur ist sehr interessant, weil sie halt gerade juristisch gesehen, zwischen den ganzen Dingern immer wieder Lücken findet, beziehungsweise auf der anderen Seite auch Kaspar ein bisschen motiviert, aber auch trotzdem irgendwie auf einer bestimmten Ebene Antagonist ist. Es ist sehr kompliziert, diese Figur zu begreifen. Aber man hätte da wirklich mehr rausholen müssen. Also die wurde nicht in allen Facetten wirklich ausgenutzt. Das fand ich ein bisschen problematisch. Und Heiner Lauterbach hat mich auch nicht so vollkommen überzeugt. Ein Cast, den ich hier nicht erwartet habe in diesem Film, ist Franco Nero als Fabrizio Collini. Franco Nero sollte dem einen oder anderen bekannt sein als alter Django. Und hatte auch in dem Remake von Tarantino einen kurzen Auftritt, und er ist somit die stimmigste Darstellung bzw. das stimmigste Schauspiel im ganzen Ding, weil er extremst wenig zu sagen hat, aber eine wirklich Präsenz mit sich herumträgt, die einfach wirklich von vorne bis hinten vollkommen funktioniert, wirklich gut spielt. Er wird als Charakter halt sehr mysteriös gehalten und im Hintergrund gehalten. Da gibt es viele Geheimnisse, die aufgedeckt werden müssen. Und dadurch, dass er halt eine sehr undurchdringliche Miene hat und gerade auch in emotionalen Momenten wirklich zu überzeugen weiß, weil diese Augen einfach so viel Trauer bzw. so viel
auf der einen Seite kaltblütiges, aber auf der anderen Seite auch sehr emotionales zutage bringen. Verpasst das alles dem Film so die nötige Stimmung, die man braucht. Und Franco Nero, obwohl er wie gesagt nicht viel Text hat, sind gerade die Szenen mit ihm halt besonders atmosphärisch, weil er einfach eine Präsenz hat, die man hier wirklich nicht unterschätzen sollte. Unter anderem sind auch mit dabei Sina Reist, Peter Prager, Rainer Bock, Katrin Striebeck, Janis Niewöhner, Manfred Zapatka und noch ein paar mehr. Aber ich habe euch jetzt die vier wichtigsten meiner Meinung nach rausgesucht, die hier wirklich was zur Handlung aktiv beitragen. Das alles basiert auf einem Roman von Ferdinand von Schirach. Dieser wurde adaptiert von Christian Zübert, Robert Gold und Jens Friedrich Otto. Die haben dann das Drehbuch geschrieben. Ich kann zum Romaninhalt nicht wirklich was sagen, aber da es halt wirklich aktiv darauf basiert, beziehungsweise wirklich eine Romanverfilmung sein soll, muss ich hier dann leider einige Fehler, die im Drehbuch begangen werden, dann auch ein bisschen auf das Buch zurückführen. Ne? Gerade was die Handlung betrifft, ist es etwas zu abgenutzt und im Original, das zentrale Thema ist wirklich wichtig und auch vielleicht ein bisschen überstrapaziert in den letzten Jahren. Da möchte ich jetzt nicht verraten, um was es hier geht. Aber wenn es halt klar wird, in welche Richtung es geht, ist es zu vorhersehbar, das Ganze. Da wird man nicht mehr überrascht. Da gibt es auch eigentlich bekannte Handlungsmuster, die man auch schon zum wiederholten Mal gesehen hat, gefühlt. Und fällt halt von der Aufarbeitung der Thematik einfach ein bisschen zu klischeehaft in den deutschen Filmen, was wirklich schade ist, weil man hier wirklich hätte einiges mehr rausholen können. Was man auf jeden Fall sagen kann, was wirklich gut funktioniert, ist auf jeden Fall, dass die Atmosphäre wirklich aufgebaut wird und beziehungsweise versetzt einen der Zuschauer in moralische Fragen und stellt auch moralische Fragen, was wie gesagt gerade was das Thema betrifft unglaublich wichtig ist. Leider ist der Dialog ein bisschen floskelhaft gemacht. Also da gibt es einfach auch so Stellen, die hättest du aus jedem Durchschnittsdrama nehmen können und hier reinzusetzen. Da gab es wirklich ein paar Stellen, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. Was hier wirklich gut funktioniert, sind die Konflikte bzw. die Situationen zwischen den Charakteren. Weil die sind nicht 0815, die hat man noch nicht gesehen. Die sind nicht alltäglich. Das sind komplexere Hintergrundgeschichten, denen man halt langsam auf den Grund gehen muss, um das alles zu verstehen. In deren Sicht funktioniert es doch recht gut. Und wie gesagt, die moralischen Fragen holen hier auch einiges raus. Leider gibt es hier ein paar Erzählungslücken, nicht unbedingt Logiklücken, aber einfach Erzählungslücken, wo was rausgelassen wird, was mich gestört hat. Es gibt ja zum Beispiel Anwaltsfreunde, die werden am Anfang mit eingeführt, die sieht man den Rest des Films nicht mehr und am Schluss sind sie wieder da und arbeiten mit ihm an dem Fall. Das kommt komplett aus dem Nichts, da gibt es keine Erklärung, wie es dazu gekommen ist. Ist es zu blau? Er hat auch eine sehr komplexe Beziehung zu seinem leiblichen Vater. Und die ist auch zu leicht, zu eindimensional gestaltet. Also der Film will quasi das alles abarbeiten, nimmt sich aber nicht der Zeit dafür, diese Punkte abzuarbeiten. Das fand ich ein bisschen schade, obwohl er halt schon recht langsam erzählt ist. Das ist ein bisschen problematisch. Was auch ein Problem ist, gerade im Storytelling, ist, dass das alles etwas überdramatisiert ist. Deswegen ist das alles auch nur teilweise greifbar. Klar, es ist ein reales Thema und wirklich auch reale Situationen, höchstwahrscheinlich auch basiert auf realen Situationen, aber nur teilweise greifbar, weil es halt ein paar Stellen gibt, die einfach nicht schön geworden sind. Juristisch hört sich das alles recht umfangreich an und hört sich auch recht professionell an, aber dazu will ich jetzt kein Urteil bilden, weil ich mich in dem Metier nicht auskenne. Deswegen lasse ich das. Regie wurde, also inszeniert wurde das Ganze von Marco Koenzpaintner. Und was er, also er holt viel aus dem Stoff raus, was geht. Also wie gesagt, sehr viel Atmosphäre wird geschaffen, gerade am Anfang der Geschichte. Das waren 4-5 Minuten, die wirklich gut waren. Die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Was halt ein bisschen problematisch ist, dass das alles ein bisschen zu langsam gepaced ist. Ein zu langsames Pacing über die Dauer des Films, weil er dann mit seinen 2 Stunden halt schon ein bisschen lang ist. Alles fühlt sich recht zeitlos an, gerade was Set-Design und so weiter betrifft, weil obwohl halt Jahreszahlen genannt werden. Das könnte heutzutage spielen, aber es könnte auch damals spielen. Das kann man wirklich echt nicht sagen. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, ist eine andere Geschichte. Die Ruhe dominiert über weite Teile des Films. Das nimmt leider auch kaum Tempo auf. Es gibt nur ein paar wenige Stellen, ein paar auch wenige Ausnahmen, wo man wirklich sagen kann, da hat sich was getan, wirklich aktiv. Was hier wirklich gut funktioniert, was mir wirklich gut gefallen hat, sind Rückblicke. Also es gibt einige Rückblicke in diesem Film, wo es quasi in die Vergangenheit von Kaspar und Johanna geht, wo quasi die ganze Vorgeschichte von denen ein bisschen aufgearbeitet wird. Und
das ist somit, das sind so die wenigen Stellen, wo es mit dem Drive ankommt, weil die halt vom Schnitt her und cinematografisch auch einfach ein bisschen anders gemacht sind als der Rest des Films, weil es halt so ein bisschen Abwechslung ist, gerade was Setting betrifft, gerade vom Setdesign sehr überzeugt. Was auch sehr gut ist von der Inszenierung her, ist ein ziemlich guter Look, aber da komme ich gleich nochmal zu den technischen Aspekten dazu, mit denen ich die jetzt direkt weitermache, nämlich Kamera, Ton, Schnitt. Also ich muss sagen, verdammt gute Kameraarbeit, das sieht nicht nach einem typischen deutschen Kinofilm aus, das könnte auch so im Ausland laufen. Es gibt gerade so ein paar längere Steady-Shots, die ich ziemlich gut fand. Die Lichtsetzung hat mir sehr gefallen, da gab es ein paar richtig coole Shots und auch Schnitt und Sound, das passt alles sehr gut dazu. Das ist auf einem ziemlich hohen technischen Standard, das hat mir sehr gut gefallen. Kostüm-Make-up gab es jetzt nicht so aufwendig, wir kommen halt so ein paar Zeiten zurück und da, die Kostüme kennst du alle schon, das überrumpelt dich nicht, aber überzeugt halt, aber halt auch nicht mega krass. Was halt cool ist, es gibt so eine Deduktionsszene und da ist das Make-up dann halt schon recht aufwendig und überzeugend. Also da ist das wirklich gut, weil das auch ziemlich mies aussieht. Was aber gerade Gewalt betrifft in dem Thriller, wenn man jetzt erwartet, dass es halt blutig zur Sache geht, muss ich wirklich sagen, eher weniger. Das wird nicht gezeigt, beziehungsweise nur angedeutet. Und bleibt halt alles recht bodenständig, wird nicht übertrieben, was das betrifft. Setdesign muss ich nochmal loben, da gibt es wirklich gute Locations, das spielt unter anderem in Deutschland und auch in Italien, das wurde alles recht gut inszeniert. Es ist aber nicht wirklich was Überragendes, Besonderes. Zum Soundtrack muss ich leider auch noch was Negatives sagen, weil der war mir viel zu überdramatisiert. Da gab es wirklich so Stellen, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre es gut gewesen, wenn ich mal keine Musik gehört hätte, weil dann die Szene ein bisschen besser wirkt, während dann die Streicher wieder auftoben und das ist leider ein bisschen zu langweilig. Es gibt ein paar coole Themen, die auch immer wieder aufgegriffen werden und weitergeführt werden und ausgearbeitet werden, aber es ist auch ein ganz ein großer Stil, aber es schießt einfach viel zu häufig über das Ziel hinaus, das muss ich wirklich negativ hier anmerken, das hat mir nicht gefallen. Genau, kommen wir zu meinem Fazit. Ich muss auf jeden Fall sagen, guter Cast, der überzeugt leider nur teilweise. Dafür machen Franco Nero und Elias Mbarek wirklich, wirklich gut einen Job. Also gerade Mbarek konnte ich sowieso schon immer als ernsten Darsteller wahrnehmen, aber hier hat das dann jetzt wirklich geschafft. Das Thema ist halt wichtig, aber dieser Bereich ist in deutschen Filmen halt leider so ein bisschen tot behandelt worden. Das ist überstrapaziert. Eigentlich will man als deutscher Kinogänger über diese Epoche nichts mehr sehen. So, man hat jetzt schon gefühlt 1000 Filme dazu gesehen und wir wissen alle, dass da damals ordentlich was schief gegangen ist, aber da hätte ich mir jetzt gerade eine andere Entwicklung gewünscht. Da hätte ich mir eher lieber einen Standard 0815 Thriller gesehen, als wieder dieses Thema zu sehen, weil das ist irgendwann wirklich fad, obwohl es halt so wichtig ist. Kamera, Schnitt und Ton, technische Aspekte haben mich wirklich vollkommen überzeugt. Es war recht cineastisch fürs Kino und verdammt gut umgesetzt. Der Film hat mich im Ganzen nicht vollkommen gepackt. Der war ein bisschen zu langsam, hat halt so bekannte Muster, es hat mich alles ein bisschen gestört und hat gerade im Writing einige Probleme. Und wie gesagt, da hätte mir wirklich ein normales Juristendrama, ein Juristen-Thriller einfach wesentlich besser gefallen. Ich glaube, es wäre ein bisschen frischer gewesen. Deswegen gibt es von mir 7 von 10 Punkten mit einer Tendenz zur 6, aber macht halt doch dann einige Sachen richtig, die nicht unbedingt selbstverständlich sind im deutschen Film und deswegen gibt es hier noch 7 Punkte. Man muss leider auch fairerweise dazu sagen, es könnte auch ein Tatort sein. Wenn man jetzt mal von einer wirklich guten Kameraarbeit absieht, wäre das inhaltlich halt wirklich ein Film oder ein Fernsehfilm, den du auch im Fernsehen zeigen könntest. Der hätte nicht ins Kino kommen müssen, aber Elias Mbarek und Franco Nero sind wahrscheinlich so die beiden Gründe, die den Film dann halt in die Kinos gebracht haben. Und ich bin auch froh, den dort gesehen zu haben, weil diese Bilder auf dem kleinen Fernseher zu sehen, das wäre nicht so schön gewesen. Ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall hier bei dieser Kritik wieder mal dabei wart. Teilt mir gerne mit, ob dieser Film vielleicht was für euch ist oder ob ihr reingehen werdet. Die Talking Couch fällt morgen leider aus. Wir haben es diese Woche nicht geschafft, uns zusammenzusetzen. Aber ihr könnt hier auf jeden Fall den Kanal abonnieren, ein Like da lassen, die Glocke aktivieren. Dafür verpasst ihr nichts, wenn wir hier was Neues machen. Und unter anderem könnt ihr mir auch Letterboxd, Instagram, Twitter, Facebook folgen, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, gerade was Kritiken und so weiter betrifft. Da werden wir auch natürlich regelmäßig sagen, was jetzt die Woche kommt. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin wieder raus. Das war euer Abe bei Extended Cut.